Jo Leute, ich bin's, der Red Dead von True Minecraft Legends und ich let's play wieder Spore. Der letzte Teil ist doch etwas kürzer geworden, als ich dachte. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen wieder an dieser Stelle hier weiter. Und ja. Gut, was ich jetzt sagen soll, keine Ahnung. Mir fällt eigentlich kein Thema ein. Was war das denn jetzt? Ja, auf jeden Fall, was ich euch raten würde, ist halt andere Viecher zu jagen, zum Beispiel der Typ mit der Düse da. Weil wenn man den erjagt, dann, also halt getötet hat, dann gibt man die Düse, wenn man Glück hat. So. Wenn man ihn natürlich erwischt, jetzt hat er natürlich schnell ab, ist natürlich nicht gut. Egal. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo ihr genau meine Let's Plays seht, aber ihr könnt auch auf meinen Kanal gehen, also beziehungsweise nicht auf meinen, sondern auf unseren, von mir und Reaver und ursprünglich bei Valkyr. Das ist einfach True Minecraft Legends bei YouTube eingeben und dann könnt ihr das schon sehen. Und da habe ich auch noch ein paar andere Let's Plays von der Weltraumphase schon drin. Beziehungsweise eins eigentlich und dann noch eins, wie man einen Planeten Terrascore, wenn das interessiert. Ah, da ist wieder der Typ mit der Düse. Den werde ich jetzt mal anknabbern. Hoffentlich haut er nicht gleich wieder ab. Jetzt bleibt da. Mann, ich bin so langsam mit dem Ding. Egal, nicht so schlimm. Ah, jetzt bin ich schon etwas gewachsen. Das bedeutet, ich kann jetzt schon die Viecher, die mich einst gejagt haben, fressen. Oh, ist das so ein Viech. Lieber schnell weg. So, ja, die grünen Dinger, die ihr seht, sind nur für Pflanzenfresser da. Da können wir sie halt fressen, wenn ihr Pflanzenfresser seid. So, und dich werde ich jetzt fressen. Verdammt, das ist schneller als ich. Egal, ich hole schon noch einen. Hoffe ich. Jetzt sogar das Viech Angst vor mir. Ah, hier ist wieder ein kleineres. Das kann ich natürlich fressen. Wenn ich mal stehen bleiben würde, jetzt komm schon. Ich bin so blöd langsam. Oh! Das hier, was ihr gesehen habt, ist Gift. Das ist auch ziemlich cool, wenn man das hat. Mal gucken, wenn ich dem Vieh noch hinterherkomme, versuche ich es mal zu töten, dann bekommen wir das. Da. Verdammt. Ich glaube, ich krepiere hier gleich. Egal, nicht so schlimm. Ja. Mann, mit diesen Tentakeln kann man sich überhaupt nicht schnell drehen. Sonst wäre das Viech in meinen Stachel reingerannt. Aber das ist egal. Fangen wir einfach mal hier an. Ja. Ha! Komm schon, jagt dieses dämliche. Oh, jetzt bin ich mitten ins Gift reingeschoben. Ist natürlich nicht schlau. Los. Pam. Ja. Ich hab's geschafft. Das Ding ist in meinen Stachel reingeschwommen. So, jetzt holen wir uns wieder einen Partner her. Und schon gleich mal das neue Gift dran. Es ist ziemlich nützlich. Da kommt halt der Lieder der Giftwolke außenrum und dann alle Viecher, die in der Nähe sind, bekommen Schaden. So. Einfach ansetzen. Fertig. Gut. Ah, da fällt mir gerade auf, dass ich mein Viech gar nicht bemalt habe. Ah, doch, habe ich schon. Stimmt, der habe ich schon im letzten gemacht, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher, egal. So, jetzt sieht man dann hier eine Giftwolke hinter mir. Ziemlich cool. Wenn ich stehen bleibe, geht es auch um mich rum, so ungefähr.
Das Vieh hier haben wir jetzt mal. Mann, die sind so schnell. Ich komme da nicht rechtzeitig ran. Und jetzt kann ich das da. Nein, haut auch wieder schnell ab. Nee, das klappt so nicht. Ich bin zu langsam. Oh, was zum Teufel ist denn das? Das war ein größerer Fisch. Okay. Also ein Giftviech. Ja, mache ich erstmal eine Jagd auf die kleinen und langsamen. Die kriege ich wenigstens. Komm schon. Ich bin echt langsam, das ist nicht witzig. Jetzt. So, jetzt haben wir es. Das ist einfach ein dummes Viech. Dämliches. Ah, jetzt habe ich es erledigt. Ah, es hat auch wieder irgendwas fallen lassen. Ah ja, eine Zilie. Das wird gleich mal angebaut. Mit der Zilie könnt ihr euch dann schneller drehen. Auch sehr nützlich, dann kann ich schnell mich umdrehen zu meinem Stachel, dass, wenn mich ein Viech angreift, schnell meinen Stachel hinterstecken kann. Ja, die werden wir jetzt die Flossen abbauen und die Zilien dran tun. So. Okay. Ja, viel zu wissen gibt es eigentlich nicht in der Zellphase, müsst ihr ja nicht viel machen. Ist relativ einfach zu verstehen. Und auch nicht so schwer umzusetzen. Naja, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas stört, wie ich das mache oder so, schreibt es einfach in die Kommentare rein, dann versuche ich mich danach zu richten. Oder ich halt die Fragen zu beantworten. Und ja, das wollte ich nur sagen. Jetzt, er hat es gleich. Oder auch nicht. Ich bin immer noch tierisch langsam. Ich kann mich jetzt nicht schneller drehen. Ah ja, genau, stimmt ja. Wenn ich selber Gift habe, kann ich nie vergiftet werden. Das heißt, eigentlich dürfte mir hier nichts passieren. Was ist das da eigentlich? Hm. Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen gewachsen. Schon geht's besser. Wenn man dann mit dieser Phase hier fertig ist, kommt man in die Kreaturenphase, wo man halt am Land ist. Und dann wird's richtig geil, weil dann kannst du dein eigenes Monster erstellen. Oder deine eigene Kreatur. Und da gibt es wirklich Millionen Möglichkeiten, wie du genau das machst, wie genau du das machst. Also das ist halt das Coole, du musst im Spore kreativ sein. Wenn du das bist, dann kannst du auch richtig was, richtig geile Kreatur herstellen und so. Und das fasziniert mich ja eben an Spore, deswegen zocke ich es auch. Ja. Autsch. Mit seinem Stachel gestochen. Warum zum Teufel jetzt? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ich bin nicht gerade gestorben. Wie so ein dummer Stachel. Ich bin auch selber schuld. Was greife ich das an? Da ist es wieder. Das greife ich mal von hinten an. Jetzt dreh dich doch nicht so dämlich. Ich schwimme schon von mir weg, aber es ist langsamer als ich. Ja, frisst du das dann mal, Mann. Ja. Worüber soll ich jetzt reden? Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung. Normalerweise plappe ich halt immer dazu, was ich gerade mache, aber da ich das jetzt schon gemacht habe und ich mich ja nicht gerne wiederholen möchte, habe ich jetzt ein Problem. Ah, das Viech werde ich mal jagen, das hat Düsen, das war zu schnell für mich, verdammt.
Upsala. Oh, das ist groß. Das ist groß und es kann mich schon angreifen. Das ist nicht gut. Schnell weg von hier. Ich hoffe, ich schaff's noch, bevor es mich realisiert hat. Ich glaube, ich hab's geschafft. So. Jetzt schnell die Tiere angreifen. Und hab's. Wieder ein bisschen mehr Fleisch. Gut. Dann wieder ein bisschen mehr rumschwimmen. Ja. Da komme ich irgendwie noch ran. Oder da ran zum Beispiel. Mann, wie sind sie schon wieder schneller als ich? Oh, Scheiß. Ah, nein, 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 das hat Elektrostoff gehabt. Ah, das ist hängen geblieben, das dumme Viech. Das kann ich schon wieder haben. Zack, und hab's. Hey, da hat mir meine Beute weggefressen. Aber wo geht sie dann nicht? Dafür bist du tot. Was war das jetzt? Die kommt doch schon ab, ne? Ah, da liegt auch noch Fleisch rum. Ein ziemlich großer Fisch ist in der Gegend. Ich hoffe, der kann mich noch nicht angreifen. Ansonsten habe ich jetzt Probleme. Ja. Ah, was ist. Ah ja, Donner. Die sind auch cool, diese Dinger, damit kannst du Donner spucken. Auch sehr nützlich. Allerdings. Ja, schon habe ich es Teil bekommen. Ich nur noch anbauen. Wieder Partner rufen. Nice. Jetzt haben wir ein Donner-Item. Aber es ist so ähnlich wie Gift, dass halt mit Donner dann schießt. Ist ganz nützlich. Mal gucken, ob ich es anbauen kann. Na, war klar, kann ich natürlich nicht. Muss ich also was anderes wegmachen. Gut, den Mond können wir nicht wegmachen, dann müssen wir nämlich essen. Flossen geht auch nicht, weil wir uns bewegen müssen. Augen, sonst brauchen wir auch, sonst sehen wir nichts mehr. Und. Vielleicht finde ich einen Stachel weg. Ja. Könnte ich zum Beispiel so. Dann habe ich eben Stroh. Okay. Cool, jetzt haben wir Giftstrom. Es hätte uns eigentlich nur noch ein guter Antrieb. Aber den können wir wohl vergessen. Ich kann mich nur schnell wenden. Da dieses Leuchten hinter mir ist jetzt der Strom, den ich erzeuge. Strom und Gift, coole Kombi. Okay, dann cutte ich jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal von Red Dead Let's Plays. Ciao. Gerendert oder was? Fertig gerendert. Und dann müsste es eigentlich schon als Folge drin sein jetzt. Nein, und jetzt. Achso.